Gottes Geist weht. Hallo und herzlich willkommen zum Pfingstgottesdienst aus Bad Bevensen und Medingen. Heute aus dem aufblühenden Kurpark hier in Bad Bevensen. Die Blumen blühen. Der Frühling ist nun in Höchstform. Überall zeigt sich das Leben. Und auch die Menschen sind jetzt wieder draußen unterwegs, solange es zumindest das Wetter zulässt. Menschen prägen das Leben hier auf dieser Welt, hier in unserem Ort. Die Pfingstzeit, das Pfingstfest, bringt in Bewegung. Wir lassen uns bewegen in einen Sommer hinein, der jetzt noch vor uns liegt. Er lebt mit uns eine bewegende Zeit, hier im Gottesdienst im Kurpark aus Bad Bevensen. Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit, deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit. So wird Geist und Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein. Worte eines alten Kirchenliedes. Hell und leicht soll es in unseren Herzen werden, wenn wir mit Gottes Geist in unserem Leben rechnen. So bitten wir und beten: Komm, Heiliger Geist, du Atem des Lebens. Lass es Pfingsten in uns werden, schenk uns deine Kraft. Komm, denn wo du bist, da verstehen wir uns. Du Geist der Stille, lass uns deine Nähe spüren. Du Geist des Mutes, vertreib die Angst aus unseren Herzen. Du Kraft des Friedens, beflügle uns zu Schritten aufeinander zu. Du Geist der Freude, feuere uns an, vom Glauben zu erzählen. Du Geist der Liebe, öffne uns, dass wir einander beistehen. Du Trösterin, erfüll unsere Herzen mit Hoffnung und Kraft. Komm, Heiliger Geist, du Atem des Lebens. Amen. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten: Die haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint.
Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen. Und eure alten, von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Amen. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Wie sollen wir das denn schaffen? Wir werden doch sowieso schon von allen skeptisch angeschaut, voller Häme. Sie verspotten uns hinter unserem Rücken, drehen sich um, wenn sie uns sehen, weil wir anders sind, weil sie uns nicht verstehen, weil wir ihnen Angst machen. Wie sollten wir dann ihnen gegenüber unsere Herzen öffnen und von dem erzählen, was das Wichtigste für unser Leben geworden ist? Ja, so oder so ähnlich mögen die Anhänger Jesu damals in Jerusalem zusammengesessen haben. Mutlos und verzweifelt. Ihr Meister war fortgegangen, sie allein zurückgeblieben, aber nicht einfach so. Nein, Jesus hatte ihnen eine Aufgabe mitgegeben. Geht los, erzählt den Menschen von unseren Erlebnissen, von euren Erfahrungen mit mir. Erzählt ihnen, was es heißt, bedingungslos geliebt zu werden. Das hatte Jesus gesagt. Und er hatte ihnen gesagt, erzählt es allen. Schwer geschluckt hatten die Jüngerinnen und Jünger da und immer noch saß ihnen der Kloß schwer im Hals. Wie sollten sie das anstellen? Sie hatten ja gesehen, wie es Jesus selbst ergangen war, als er hier in Jerusalem den Menschen von diesem bedingungslos liebenden Gott erzählt hatte. Immer noch schüttelte es sie, wenn sie daran dachten, wie Jesus verspottet und hingerichtet worden war. Wie sollten sie also nun den Menschen davon erzählen? Schließlich waren sie nicht Jesus. Man würde ihnen einen kurzen Prozess machen und dann würde schon bald niemand mehr von Jesus und von ihrer Geschichte und von dem bedingungslos liebenden Gott hören. Also was tun? Bin ich wirklich gut genug? Wie soll ich das anstellen? Das sind Fragen, die kennt ihr sicher genauso gut wie ich. Und ihr kennt sie sicher genauso gut wie die Anhänger Jesu damals. Wir sind also nicht die Ersten, die das Gefühl kennen, vor einer viel zu großen Herausforderung zu stehen und am liebsten den Kopf in den Sand stecken wollen. Oder sich, wie die Jüngerinnen und Jünger, in ihr Haus zurückziehen. Und auch die Jüngerinnen und Jünger, sie waren nicht die Ersten, die sich so fühlten. Und auch nicht die Ersten, die sich so fühlten, weil sie die Aufgabe erhielten, anderen von Gott zu erzählen. Schon der einige Jahrhunderte zuvor lebende Prophet Jeremia tat sich schwer mit dieser großen Aufgabe. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung, klagte er. Immer wieder wehrt er sich dagegen, dass ausgerechnet er anderen von Gott erzählen soll. Doch der hält, wie die biblische Geschichte erzählt, weiterhin an ihm fest und sagt: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern geh, wohin ich dich sende, und erzähle es ihnen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich retten. Dann streckte Gott seine Hand aus, berührte Jeremias Mund und sagte: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und Jeremia fing an, zu den Menschen zu sprechen.
Manchmal, und ich denke, das kennt ihr genauso gut wie ich, manchmal sind es die Ziele, die mich einschüchtern, weil sie so groß wirken, dass sie mir richtig Angst einjagen, weil sie so groß wirken, dass ich sie mir nicht zutraue. Dann kann der Mut nur von einer anderen Stelle kommen. Nämlich dadurch, dass jemand an mich glaubt und wenn sogar Gott an mich glaubt, dann, ja, dann ist fast alles möglich. Dass jemand an uns glaubt, kann Wege ermöglichen, die wir uns vorher vielleicht kaum zugetraut hätten. Ihr kennt das bestimmt. Denkt einfach mal daran zurück, als ihr das Fahrradfahren gelernt habt. Jetzt an einem Frühlingstag habe ich beobachtet, wie ein kleines Mädchen mühsam versuchte, auf das ihm noch ja doch etwas zu große Fahrrad zu steigen, langsam in die Pedale zu treten und dabei nicht umzufallen. Doch schon beim zweiten Tritt schwankte das Fahrrad stark, drehte sich zur Seite und das Kind, ja, ihr habt es erraten, es fiel vom Rad. Immer wieder versuchte es, auf das Fahrrad zu steigen, fiel aber jedes Mal wieder von dem Rad herunter. Schließlich stellte es wütend und mit aufgeschrammten Knien das Fahrrad in die Ecke, lief in den Garten zu seiner Mutter und wollte seine Stützräder wieder haben. Als die Mutter dann sagte, sie habe die Stützräder weggetan und das Mädchen daraufhin begann, lauthals zu weinen, da fragte die Mutter, warum es denn nicht weiter versuche, ohne Stützräder zu fahren. Das Kind antwortete darauf, dass es noch zu klein sei dafür und lieber mit Stützrädern fahren möchte. Daraufhin nahm die Mutter ihre Tochter, versorgte die Schürfwunden an den Knien, gab ihr einen Kuss und ging mit dem Kind zum Fahrrad zurück. Dort sagte sie, du musst es einfach weiter probieren. Einfach machen. Ich halte dich fest. Daraufhin stieg das Kind wieder auf das Fahrrad und fuhr von der Mutter am Gepäckträger gehalten los. Dass seine Mutter schon bald das Rad losgelassen hatte, merkte das Kind gar nicht und fuhr glücklich seine ersten Runden auf dem Fahrrad. Beruhigend, oder? Wenn jemand so viel Vertrauen in einen steckt und sagt, komm und mach es einfach, ich bleibe bei dir. Mir hat diese Mutter mit ihrem Kind eindrücklich gezeigt, dass es oftmals gar nicht darauf ankommt, wie wir selber unsere Fähigkeiten einschätzen, um etwas zu bewirken, sondern selbst Vertrauen in uns zu gewinnen. Und da kann der Glaube eines anderen in uns manchmal regelrecht Wunder bewirken. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unser Pfingstgottesdienst aus dem Kurpark zu Ende. Von Gott gestärkt, begleitet und mit göttlichem Mut kann es nun in die kommenden Wochen gehen. Wir wünschen euch schöne Feiertage. Bleibt gesund und gesegnet.